Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch mal wieder ein Track-Tool vor. Zähle müssen wir wieder am Start. Ist zwar das zweite BMW-Track-Tool bei uns. Ja. Allerdings komplett anders. Ja. Wirklich radikal anders. Hm. So, jetzt muss man dazu sagen, der erste Einsatz war ja schon. Jetzt erstmal zum Auto. Bisschen anderes Konzept als zum Beispiel das Auto von Benny, weil wir haben hier BMW E36 318 IS ursprünglich. Class 2. Mhm. Das ist einer von 1000 Limousinen, die als Homologationsautos für die STW auf der Straße oder als für den normalen Markt verkauft werden mussten. Das sind immer Limousinen gewesen mit dem Vierzylindermotor 16V. Halt Leistung, ja, und Gewicht. Also da stand das Gewicht wohl immer im Vordergrund, und dieser Class 2 hat halt auch diese, wie beim M3 GT, die Verspoilerung. Einmal den Flügel, der dann immer gerne mit den Distanzen unterlegt wird, und einmal vorne das GT-Schwert, das Ausziehbare, was jetzt hier noch nicht dran ist oder dran war. Vorbesitzer hat es kaputt gefahren und wir haben jetzt das neu bestellt. Und die wurden dann halt, waren immer Limousinen, 1000 Stück als IS. Class 2. Genau. Also gab in Summe von dem Auto nur 1000 Stück? Als Limousine 318 IS, ja. Und die waren dafür Class 2. Ne? Die waren laut Reglement dafür notwendig, dass die STW-Autos in Zulassung kommen. Genau. Das heißt, STW-Auto ist damals auch mit dem 1,8er Vierzylinder gefahren. Die sind den Motor, also der Motor ist ein M42 und die STW-Autos sind den als S42 2 Liter gefahren. Genau. Also quasi davon einmal komplett Upgrade auf Rennstrecke, ein Motor. Wir haben Trockensumpf und das volle Programm. Volles Programm, ne? Wir wollten eigentlich schon viel, viel früher einsteigen, sind aber nie dazu gekommen. Ging auch ratzfatz wieder rum, der Winter. Ja. Du hast angefangen, letztes Jahr das Ding zu bauen, ne? Vor genau 10 Monaten von dem Timo gekauft und dann so die ersten 2 Monate ein bisschen rumgepümpelt mit Teile, was wir machen und so. Und vor 8 Monaten eigentlich halt so losgelegt, genau. Und dann ging's los. Was hast du mit dem Auto vor? Fahren, Nordschleife, Bilsterberg. Das ist so die beiden Rennstrecken, die ich eigentlich nur einsetzen will, das Auto da. Also wirklich reines Track-Tour? Ja, aber trotzdem mit Straßenzulassung. Ja. Okay. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen. Ja, also wie gesagt, ist aus einer Schnapsidee entstanden. Ich bin ja früher schon mal Nordschleife gefahren, mit dem Golf 3, Diesel gemacht. Diesel? Ja, tatsächlich 1,9er AFN. Ach so, ich dachte, das war ein VR die ganze Zeit. Nee, nee, also der schwarze war ein VR. Aber ich hatte auch noch einen grünen, dieses Dragon Green Pearl Effekt, als 1,9er AFN mit am Ende irgendwie 170, 80, 90 PS. Damit auf die Nordschleife und gleich in Turbo-Diesel da rumgeballert. Genau, und gleich irgendwie in der zweiten Runde das Ding komplett in die Leitplanke gelegt, Arenberg-Kurve, weil beim Hauptbremszylinder vorne die starre Leitung geplatzt ist, habe ich ins Leere getreten, versucht mit der Handbremse zu retten das Ding, aber bin dann radikal in die Leitplanke und habe 12 Meter Leitplanke rasiert. Da habe ich dann für mich entschieden und gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Ja, und dann hatte Timo das Auto stehen. Der hat den immer als Winterauto genutzt, den IS. Eigentlich viel zu schade. Ja, und dann war der aber vom Zustand nicht mehr so gut, dass er jetzt sagt, das ist ein Sammlerauto. Und Timo hatte den stehen. Irgendwann habe ich an Timo gesagt, ich sage, hey, Timo, was ist eigentlich mit dem Auto? Ja, sagt er, keine Ahnung. Ich sage, weißt du was, komm, ich nehme dir den ab und wir bauen da was. Weil Timo hatte mich dann angefuchst mit seinem Auto. Fährt ja auch viel Nordschleife, und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, dann nehmen wir den, kaufe ich dir den ab und dann bauen wir den um. Ja, und so ist das eigentlich entstanden. Jetzt müssen wir kurz umschwenken. Timo heißt, wo du hier am Schrauben bist, wo das Auto gerade steht, oder? Genau, TL Clubsport, hier in Iserlohn, ist direkt bei mir um die Ecke. Wir schrauben viel zusammen und er hilft mir auch hier mit dem Auto und unterstützt mich da auch so halt bei Technikschraubereien. BMW-Fan. Voll und durch. Okay. Ja, und so hat es angefangen, dann gekauft, die ersten Teile gekauft, Fahrwerk, Stabi, dies, das, alles gemacht, dann so einen Plan entwickelt, in welche Richtung. Und mein Traum war halt immer, weil die meisten, die ich halt auch kenne, fahren immer einen Sechszylinder in so einem Auto. Und ich liebe halt, wie du weißt, ja, die alten DTM-Zeiten und sowas und STW-Zeiten. Und ich wollte unbedingt eine leichte Limo haben mit einem leichten Vierzylinder, der auf der Achse vorne aufhört, und wollte mal gucken, was halt so geht. Und Gewicht ist halt hier tatsächlich so
das, was im Vordergrund steht. Wo du gerade sagst, eine leichte Limo, ist mir witzigerweise mal aufgefallen von Granini. Die hatten ja immer die Limo als Getränk. Mhm. Und nachdem ich das so durchgezogen habe mit dem Leichtbau an der Limo, gab es tatsächlich auf einmal die leichte Limo, ne? Echt? Zu kaufen. Ne? Ah, geil. Kann ein Zufall sein, weiß man nicht. Wird mit Sicherheit ein Zufall sein, aber auf einmal die leichte Limo rauszuhauen. War, und die schwarze Limo gibt es auch noch, ne? Die wirklich zwei Getränke gemacht, genau. Schwarze Limo und die leichte Limo, ne? Das stimmt, ja. Ja, und halt Leichtbau, ich meine, wer kennt ihn nicht, ne? Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre und dann wusste ich halt gleich, an wen ich mich auch wenden muss, so bei Tipps und Tricks, was man so machen kann und was Sinn macht. Und das Gute ist halt tatsächlich, das Auto ist sehr dankbar. So ein E36 wissen wir alle, da gibt es eine Million Track-Tools gefühlt von. Es gibt sehr viele Teile. Nur nicht dankbar, was in Rost angeht? Leider nicht, nein. Also Rost hatte er auch, ja, und hat hin und wieder, glaube ich, auch noch so ein, zwei Stellen. Aber die Karosse wird dann irgendwann auch mal beim Dr. Schwan vorstellig und wird mal ins Bad gehen. Aber jetzt war erstmal wichtig, ein Auto zu bauen, was funktionieren soll, kann. Und ja, am Sonntag hatten wir dann ja tatsächlich so den ersten Einsatz, um das Auto kennenzulernen. Was macht der überhaupt? Wo sind die Schwachstellen? Ist irgendwas doof gebaut? Funktioniert irgendwas nicht, wie ich es mir vorstelle? Und so ging das eigentlich los. Teile bestellt, gemacht, getan und wir sind halt noch lange nicht fertig. Wo du Teile bestellt hast, das ist bei Selim halt immer krass. Wenn du anfängst, ein Auto zu bauen, dauert das genauso 3 Tage und dann bestellst du halt alles, was man irgendwo finden kann. Einfach, ne? Ja. So, da musst du dann erstmal alles, was man einmal so bestellen könnte, wahrscheinlich Ruhrpott, alles, was du früher bei D&W abholen konntest, so ungefähr. Ne? Ja, so ungefähr. Weil das war ja schon in kürzester Zeit wieder einmal so. Ja, also im Endeffekt, das Auto stand hier und dann hatten wir den Wagen erst dastehen gehabt mit einem Tisch und da war der Tisch erstmal voll mit Teile. Also einmal wirklich so von Semislicks, irgendwelche Felgen, die ich dann noch bei eBay Kleinanzeigen gefunden habe, dann Shifter, Lenkrad, Achsteile, Fahrwerk, Stabi, Bremsen und alles. Mhm. Auch das Bremsenthema haben wir dann nochmal tatsächlich umgeschwenkt. Da hat auch ein guter Freund, der Daniel, uns geholfen. Der hat nämlich einen Bekannten in der Uni sitzen, der hat dann die Bremsbalance ausgerechnet, was am besten bei dem Auto als Bremse funktioniert. Das haben wir das auch nochmal geändert, aber erst einmal einen Haufen Teile gekauft. Jetzt gerade sind hier diese Protect-Felgen drauf, ne? Ja. Aber ich habe da auch ein Bild gesehen mit diesen geilen BBS-Dingern. Ja, die E89 waren das. Das waren Räder von dem M3 V8, die Limo, die ich vor kurzem hatte. Und die haben wir tatsächlich mal Probe gesteckt, weil in der STW sind sie ja sogar in den letzten Baujahren 19 Zoll gefahren. Ja. 8,25 mal 19 mit Zentralverschluss. 19 Zoll ist aber auf dem Auto viel zu groß. Das ist jetzt 17, ne? Das sind 17, 9x17 Pro. Echt? Und dann 19? Krass, wie diese. Ja. Ja, das ist jetzt eine 9x17 ET30 von ProTrack. Bin brutal zufrieden, Preis-Leistung, also die Räder kosten echt einen Schnapper und sind sehr leicht mit TÜV. Und das ist eigentlich so die Größe, die auf dem Auto funktioniert. Hätten die BBS-Räder aber drauf gepasst? Ja. Also wäre das fahrbar gewesen? Weil nein. Endstube, ja, ne? Mit den 19 Zoll auf keinen Fall. Es gibt aber ja das Ganze als E87 und wenn du sogar willst E88 18 Zoll. 18 Zoll ist aber auch eigentlich zu groß. E87 wäre perfekt, kostet natürlich utopisch viel Geld. Und mein Problem jetzt ist, durch die große Bremse, die ich drauf habe, brauche ich halt auch einen Motorsportstern mit einem sehr hohen Bund. Also wenig Tiefbett, Stern weit raus, dass die Bremse halt runtergeht, weil wie du siehst, ist halt ein richtiger Anker vorne hinten drunter, der auch, wie es am Sonntag, wie wir es gemerkt haben, sehr gut funktioniert hat. Genau, auf das Fahren kommen wir später. Ja, alles gut. Okay, das ist jetzt 4 Kolben. Das ist jetzt ein BMW Original Performance Sattel von zum Beispiel F30, ne, also der nicht aktuelle Dreier, sondern Vorgängermodell. M340, M335i, D auch, hatten die auch drauf. Und die Bremsscheibe ist eine Original E46 M3 CSL Scheibe. Ah, okay. Genau, mit Pagit-Belägen vorne. Das sind dann irgendwie so 330, 340 mm? Das ist eine gute Frage. 345 hat die. Weil das ist für 17 Zoll, mehr geht halt auch nicht drunter. Ne? Nee, das ist sehr knapp auch, aber das geht gerade so. Und das Problem ist auch, du kannst auch nicht jetzt jede 17 Zoll Felge fahren. Mhm. Also du brauchst echt ein Rad, was die Kontur hat, dass die Bremse drunter geht. Also ich hatte 2, 3 andere Felgen, die haben nicht gepasst. Was ich beim E36 irgendwie immer krass finde, ist, wie flach der ist. Und der ist noch nicht wirklich tief. Weil das kommt so, dazu. Ne? Für so eine Limo, wenn er so daneben steht. Und der ist noch nicht wirklich tief. Ich meine, er E36 typisch. Die Hinterachse wirkt immer tiefer, als sie eigentlich ist, wegen dem Radausschnitt. Hat aber eigentlich noch Keilform. Hat eigentlich immer noch zu viel Keilform. Das heißt, hinten muss ich noch 2-3 cm tiefer. Da ist dann aber auch die Überlegung, weil ich nochmal einen breiteren Reifen fahren will. Ein 2,35, 45, 17. Jetzt fahre ich 2,25, 45, 17.
Dafür muss ich aber die Radläufe verbreitern und die würde ich dann auch gleich hinten höher ansetzen, dass es dann wieder von der Optik passt. Und E36 ist halt für mich der Schweller immer so, ne? Ja. Also der Schweller ist ja schon immer tief, ne? Ja. Dafür, dass das Auto eigentlich noch gar nicht so, genau, so tief ist, ne? Ja, ich meine, guck mal, jetzt mal der blöde Handtrick. Ja. Guck mal, so gerade der Daumen hört auf. Und wenn du jetzt mal hier guckst, gehe ich noch so locker durch. Ne? Und er sieht hinten, wenn er auf den Ausschnitt guckst, aus, als wenn hinten schon der halbe Reifen weg ist. Ja. Und er ist aber hinten immer noch zu hoch. Ja, okay. Innenraum, einfach radikal alles raus, alle Matten raus, alles raus, ne? Alles raus. Tatsächlich, ja. Shifter. Shifter drin. Lenkrad. Ist der mit, ist da noch eine Stange drunter oder ist er auf Seilzyklon? Der ist noch mit Stange. Nee, mit Stange. Genau. Der ist mit Stange. Funktioniert super. Ja, zwei Sitze reingeschmissen. Was hast du dir bei diesem blauen Gurten gedacht? Ganz ehrlich, ich wollte schwarze. Und Tim Sandler hat dann geholfen, war nicht lieferbar. Und dann gab es zur Auswahl rot oder blau. So, jetzt wissen wir ja alle, wo ich arbeite. Und die Farbe ist da halt Programm. Und da habe ich gesagt, weißt du was, alle nehmen mal rot. Ich mach's mal blau. Blau. Ja, fand ich optisch sogar ganz gut eigentlich. Passt witzigerweise auch bei den Sitzen dazu sehr Stickung in der Mitte. Findet okay. Sich irgendwie wieder so ein bisschen Understatement. So, dann einmal Schraubzelle. Genau, von Vichas. Auch mit TÜV. Funktioniert gut. Ich meine, klar, der Traum wäre irgendwann eine richtige Einschweißzelle mit Abstützung, Dome und das ganze Programm. Aber ganz ehrlich, alles auf einmal geht nicht. Ne? Ja, dann hinten die Türen radikal erleichtert, bis halt irgendwann die Carbon-Türen kommen. Ah, der hat richtig so ein Blech eingenietet als Rücksitzbank. Ja. Man könnte rein theoretisch... Sind doch gleich wieder 5 Kilo, die man rausnehmen könnte. Das Mittelstück könntest du eigentlich rausnehmen. Allerdings sagt man, bringt halt nochmal Steifigkeit in die Karosse. Ja, klar, aber ich meine genau, mit dem... Ganz ehrlich, der Kilo oder was? Na. Also mit einer Einschweißzelle. Ich dachte, du hast was gelernt. Nein, also ich sag mal so, wenn die Einschweißzelle kommt, fliegt die komplette Hutablage raus, also alles hier oben. Das wird alles weggeschnitten komplett, inklusive der Rückbank. Dann kommt das weg und dann die Einschweißzelle wird es halt stützen. Macht sich den Aufwand und sägt stundenlang an diesen Türen rum, um da so ein paar, weil das ist ja wirklich Grammbereich, die Löcher, die du reingesägt hast. Vertue dich nicht. Hier war ja, siehst du da hier, das Rohr. Ja, nee, hier klar. Ist ja die komplette, das, alles erleichtert. Das bringt was, aber die Löcher. Ja, das ist, das sind, keine Ahnung, dann am Ende wirklich nur ein paar Gramm. Das war dann einfach nur Jux. Weil das ist... Ja, also ich sage, wenn die Einschweißzelle kommt... Außerdem haben wir irgendwie Alu eingenietet, aber das wird ja normales Stahl sein. Nee, das ist Stahl. Wie gesagt, wenn die Einschweißzelle kommt, fliegt die gesamte Hutablage. Alles wird rausgeschnitten von innen. Nur du brauchst halt die Steifigkeit irgendwo. Da war ich noch ein bisschen ängstlich, das jetzt rauszuschneiden. Wobei, nee, ich habe es auch gerade falsch gesehen, weil es sieht ja von unten so aus, als wenn das eine Platte wäre, die nur eingenietet ist. Nee, das ist die gesamte. Aber das geht ja komplett hier bis hoch, ne? Achso, ja, nee, klar. Genau. Dann jetzt natürlich. Nee, und die meisten machen dann halt, wenn sie eine Einschweißzelle haben, schneiden sie komplett alles raus. Also, dass du hier einfach ein riesen Loch hast und stützt halt komplett auf der Achse und auf den Dom ab. Ich würde aber behaupten, das geht selbst jetzt schon, weil du hast ja hier die Querverbindung schon. Mag sein, aber ganz ehrlich, da will ich es noch nicht übertreiben. Das mache ich dann irgendwann, wenn die Karosse mal zu Dr. Schwan geht und Zelle reinkommt. Krass. Ist ja auch schon dünn, ne? Gefühlt. Ja, aber ich sag mal, mit Makrolon-Paket holst du richtig Gewicht raus, ne? Vorne hast du ja auch schon drin. Ja. Da geht es jetzt nämlich bald los. Auch einer der allerersten Leitglasscheiben. Genau. Mit Zulassung, mit E-Prüfzeichen. Genau. Ist... Waren in dem Fall, glaube ich, auch knapp 3 Kilo die Leichtheit. Ja, er sagte knapp 2,5 bis 3 Kilo. Für einfach rein, raus. Genau, und vor allem mit Straßenzulassung. Ne? Schnelle Nummer aber, ne? Ja. Und jetzt muss man auch immer dazu sagen, was ich immer krass finde, wenn du eine neue Scheibe hast, man sieht halt schon irgendwie besser durch, ne? Ja, auf jeden Fall. So, das geht zwar schnell wieder weg, aber... Am meisten hat er mich sogar gestört, halt die Dichtung, ne? Altes Auto, die ganzen Dichtungen sahen halt aus wie Hupe. Und jetzt ist halt alles wieder frisch und schön. Ah, die haben sie gleich mitgemacht, auch noch mitgemacht. Ja, genau. Ja. Okay. So, lass mal einmal Motorraum gucken. Ja. Da ist so mal ein bisschen Platz hier, ne? Ja. Das ist halt das Schöne, ne? Da kannst du den Stabi fast nach oben tauschen, Alter. Ja. Also Stabi-Tausch bei dem Auto 5 Minuten. Vielleicht 10. Wenn du drückst. Vor allem diese Wasserschläuche auch, ne? Mhm. Ja, das Schöne ist halt bei dem Konzept, was ich hier vorhab, Leichtbau und Handling. Weil die 6-Zylinder hängt der Block bis hierhin. Das heißt, du bist sehr weit über der Achse hinweg. Kopflastig. Mhm. Bei dem 4-Zylinder, der hört ja auf der Achse, da unten siehst du ja, der hört da ja genau auf der Achse auf.
Das heißt, du hast so eine geile Kurvenperformance mit dem Ding, du merkst halt gar nichts. Du schmeißt den so in die Ecken. Erste Zylinderradmitte ungefähr, würde ich sagen. Ja, so ungefähr, genau. Okay, aber jetzt gerade ist hier noch Serienmotor drin? Ja, also jetzt ist noch M42, Serie 140 PS. Hat halt ein paar kleine Feinheiten, inklusive der Einzeldrosselanlage von Dibilas und dem Flowmaster Kit und halt die Abstimmung. Wir waren nicht auf dem Prüfstand. Ich will jetzt auch nicht irgendwie eine Zahl sagen, aber wir schätzen irgendwas um, keine Ahnung, 180 PS, 170, 80 PS, sowas. Motor, aber Nockenwellen und so nicht? Die Nockenwellen sind schon umgeschliffen. Sind schon andere Nockenwellen? Da war der Timo schon fleißig vorher, ja. Das heißt, Nockenwellen sind auch nicht mehr ganz Serie. Also wir schätzen realistisch irgendwas um 170, 80 PS. Aber cool, dass Dibilas definitiv noch diese alten, also diese alten Kits, sage ich jetzt mal, ne? Weil es ist ja wirklich Tuning von vor 20 Jahren eigentlich. Und haben die nach wie vor im Programm, sogar mit TÜV. Das heißt, wie läuft das dann? Man tauscht, man macht die Einzeldrossel drauf. Genau. Das ist der originale Luftmassmesser. Genau. Krass, was das eigentlich für ein Kasten ist, ne? Ja. Damals so. Ja. Und dann gibt es fürs Steuergerät einen Chip, der das ändert. Genau. Das Steuergerät sitzt hier. Da hast du dann wie so ein, nennt sich das EEPROM? Ja. Ja, so ein EEPROM, genau, den ziehst du raus, machst den neuen drauf und dann bist du damit fertig. Geil. Einzige, was wir nur umbauen mussten, war hier von der Spritleitung. Du hast die Einspritzgalerie, da musst du dann hier halt den Anschluss ein bisschen verändern. Aber auch total einfach. Mhm. Das ging ja. Mhm. Ja, dann den Visco-Lüfter rausgeschmissen, der macht ja auch immer viel, bringt immer viel Trägheit rein, damit er einfach schneller dreht. Den rausgeschmissen. Dann habe ich einen Wasserkühler genommen von einem Touring mit Klima, also einen großen und halt einen separat angesteuerten Elektrolüfter. Den kann ich also auch von innen mit einem Kippschalter an- und ausmachen. Also sprich Rennbetrieb in Anführungszeichen halt aus, kriegt er ja genug Wind. Und wenn ich halt irgendwo stehe, machst du ihn an. Machst ihn an, ne? Ja. Mhm. Was halt aktuell ein bisschen schade ist, sage ich mal. Mein großer Wunsch wäre halt schon irgendwann auf eine Carbonluftsammler zu gehen, weil eine Airbox, weißt du selber, die bringt erstmal Klangkulisse rein und das Ding wiegt natürlich auch. Mal klar, ist mit TÜV für die Straße, aber du hörst es nicht, dass es einzeln ist. Ja, klar, ne? Willst ein bisschen was Leichteres. Ja, ja, ich will halt diesen typischen DTM-Klang haben, also das Ding muss drehen und schreien. Jetzt noch kurz, was hast du mit dem Auto noch vor, motormäßig? Soll aber ein Vierzylinder bleiben? Auf jeden Fall. Ja, wenn man sagen darf, wir sind ja demnächst bei Dibilas. Ich habe ja einen zweiten Motor gekauft, genau den gleichen, komplett ohne Anbauteile, also Block, Kopf. Und der liegt schon bei Dibilas und ist auch so gut wie fertig. Die warten gerade nur auf die Kolben. Es wird ein S42 STW-Motor gebaut. Ja, Ziel ist es auf jeden Fall Leichtbau, Leichtbau, Leichtbau und halt Hochdrehzahl. Also der soll drehen, der neue Motor. Mit 85 Hub und hat es knapp 12,8:1 verdichtet, also Hochdrehzahl bei 8,8, 8,6 so um den Dreh, irgendwas um die 300 PS. Das heißt so richtig klassische Saugertuning. Vollgas mit Billet, Kurbelwelle, Kolbenpleuel, das volle Programm, starrer Ventiltrieb, Nockenwellen, allein die Nockenwellen hat er gesagt, die haben über 330 Grad. Mhm. Also die sind unter 4000 Umdrehungen passiert halt gar nichts. Also da läufst du an dem Auto schneller vorbei, aber ab 4000 bis 8,6, 8,8 ist halt Feuer. Wusste ich gar nicht, dass die solche krassen Aussagen machen auch. Solche krassen Sachen auch machen. Haben schon mehrere solcher Motoren tatsächlich gebaut. Hat ihn auch vorher gefragt, was können wir machen mit dem Motor. Sagt er, du, wir haben sowas schon mal gebaut, schon öfter, ist kein Problem. Und Leistung immer so irgendwas, je nach Specs. Also du kannst sogar einen Motor bauen lassen, der hat über 300 PS. Das Problem sind halt immer diese Revisionsintervalle. Dann schraubst du halt gefühlt nach jedem Wochenende den Motor aus und machst einmal eine Revision. Da habe ich halt keine Lust drauf. Der soll halt auf jeden Fall so ein Quartal gehen, dass ich halt die Lagerschale und so mache, okay. Aber jetzt nicht, dass ich den ganzen Motor zerlegen muss. Meinst du, dass El Chefe dann das Ding auch auf dem Prüfstand so durchzieht, wie bei dem 7er? Ja, ich hoffe schon. Also er macht es auf jeden Fall, ja. Das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Das war gut. Und ich werde auch nicht vergessen, der eine hat es vielleicht nicht gesehen. Wir waren ja mit deinem 7er da und haben den umgebaut auf 3 Doppelweber-Vergaser. Ja. Die ersten Meter, die du mitgefahren bist. Immer noch. Was war krasser, die ersten Meter mit dem 7er oder die ersten Meter hier mit? 7er. Das ist krass, ne? Ja. Aber das sagen alle Sechszylinder mit Doppelwebern, ist so. Also es ist heute noch so, wenn ich damit fahre, ich bin nur am Grenzen. Ja. Wirklich. Du hörst, du also machst Radio sowieso nie an, Fenster immer unten und ich bin nur am Hören. Dieses Geröchel, das ist. Boah. Echt brutal. Okay, also der Spirit Vierzylinder und leicht soll auf jeden Fall bleiben. Genau. So, jetzt haben wir dummerweise heute tatsächlich unsere Wagen vergessen.
Schande über unser Haupt. Lag auch daran, dass wir relativ spontan hier sind. Mhm. Heißt, wiegen müssen wir nächstes Mal. Aber du hast ihn ja schon mal gewogen. Was wiegt das Auto ungefähr? Also wir haben ihn gewogen. Da war noch viel mehr drin. Da wog er schon, aber war auch schon eine Menge raus. 1130. Und dann haben wir auf jeden Fall gute 30, 40 Kilo noch rausgeschmissen. Mhm. Also die 1100 ich denke, ja genau, irgendwas um die 1100 aktuell. Mhm. Und jetzt folgen halt am Freitag, also übermorgen, kommt ein Riesenpaket vom Edenhofer Motorsport. Mit einem Haufen Carbon-Teile. Komplette Frontstoßstange mit Frontstoßstangenträger, mit Class 2 Heckklappe, die wiegt ja schon 20 Kilo. Motorhaube, Heckstoßstangenträger. Das kommt alles am Freitag, dann verlieren wir auf jeden Fall wieder ordentlich Gewicht. Haube auch? Haube auch. Willst du lackieren oder Carbon lassen? Ja, alles nur schwarz. Lackieren. Ja, ja. Das macht Timo, der hat ja auch eine Lackiererei hier. Und dann wäre halt irgendwann natürlich noch der Wunsch, Carbon-Dach. Ist jetzt, das Schiebedach ist raus, ist jetzt so ein GFK-Carbon-Dings-Einsatz drin. Ja. Und die Türen. Türen, Kotflügel vorne und das Dach noch. Dann ist eigentlich alles, was Blech war, dann in Kohlefaser und dann halt Makrolonscheiben noch rein. Dann ist eine Menge Gewicht rausgeflogen. Also wenn er jetzt 1100 wiegt, also unter 1000 wird auf jeden Fall gehen. Ja, also Edenhofer Motorsport sagt, wenn ich das so radikal durchziehe, schätzt er, also die haben schon mal einen gehabt, der wog irgendwas zwischen 930 und 950 Kilo. So, und wenn du dann überlegst, ich sag jetzt mal, wir stapeln mal ein bisschen tiefer, 280 PS, 950 Kilo, dann macht das Ding richtig Spaß. Ich überlege gerade, wir hatten von Benny das Auto ja gewogen. Mhm. Gut, Sechszylinder. Sechszylinder Kompressor, ja. Aber auch radikal leer. Und das waren, glaube ich, 1230, 1270 Kilo. Mhm. Ja, man vergisst halt immer, und viele glauben das nicht, die Limousinen wiegen ja einfach über 100 Kilo weniger als ein Coupé. Nur die Karosse. Weil die haben die Versteifung drin, die Coupés und die Cabrios. Die Limos sind einfach die leichtesten Autos, also die leichtesten Karossen. Und die kriegst du halt auch auf jeden Fall unter 1000 Kilo, ohne jetzt die ganze Karosse zu zerschneiden. Ne? Das müssen wir erst nochmal nachwiegen. Haben wir schon 100 Mal darüber diskutiert. Ungefähr. Es gibt, aber Weil ich weiß halt, wie viel 100 Kilo Blech sind. Ja, so, ja, ne? Aber die Versteifungen sind wirklich... Aber das würde bedeuten, die Rohkarosse muss das Doppelte wiegen wie eine andere Karosse. Kannst du überall nachlesen. Ich meine 113 Kilo von der Limo zu einem Coupé. Nur die Karosse, ohne Motor. Ja, aber das so viel Blech, das, ne? Kannst du echt überall nachlesen. Weil wenn du überlegst, so eine ganze eingeschweißte Zelle sind, dann hat man 50, 60 Kilo. Ja. Und dann nochmal 50 ich hab's Kilo. Auch, ich habe es auch nicht geglaubt. Ja. Ich habe das ganze Internet auf den Kopf gestellt. Da gibt es auch wirklich einschlägige Seiten, weil ich meine, das glaube, Auto gibt es ja lange. Ich denke, das wird irgendwann mal eine Zahl gewesen sein. Karosse mit allen Anbauteilen. Nein, nein, die schreiben wirklich rein nackte Karosse. Was, sollen wir es nachlesen? Ja, ich habe selber ein paar Mal gelesen, ich glaube es aber nicht. Ja, ich habe es auch nicht geglaubt, aber es soll so sein. Nicht und ich werde es auch nicht glauben, so lange bis wir... Der soll ja sogar, das ist ja der Witz, wenn man sich jetzt einen Kompakt anguckt, der ist ja sogar noch kürzer, also der hat ja den Kofferraum gar nicht und sogar noch die beiden Türen hinten nicht. Selbst der ist schwerer als die Limousine. Ja. Also ich verstehe es auch nicht, aber es soll so sein. Ich meine, E36-Community ist ja groß. Und weißt du, weil wenn du 100 Kilo reinlegst, wenn du zu Hause so einen Sturz in der Wand reinmachst, ne, dann hast du mal so 50 oder 80 Kilo und davon so ein, zwei Dinger da reinlegen. Ich frag mich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich meine, es wird einen Grund haben, warum die STW damals die Limousinen gefahren haben. A, wegen der Karosseriesteifigkeit und natürlich Gewicht. Also die Vierzylinder leben einfach vom Gewicht. Ich meine, wir können es ja sagen, am Sonntag, ich will jetzt gar nicht über das Fahrverhalten sprechen, machen wir gleich. Es ist, du bist ausgestiegen und gefühlt hat er das Auto 50 PS mehr. Ja. Und das war ja wirklich extrem bemerkbar. Ich bin ja wiedergekommen und habe gesagt, was ist das denn? Bin ja, glaube ich, 2 oder 3 Sekunden schneller gefahren. So, relativ viel hat sich allerdings auch unten an Achsen und so getan, ne? Genau, also jetzt von außen habe ich natürlich, soweit es geht, gemacht, was ich jetzt so machen kann. Von unten ist einmal alles. Also achstechnisch, der Achsstand ist eigentlich einmal alles, was du machen kannst. Komplett starrer Achsstand mit Rollzentrumskorrektur, Uniball komplett. Rennfahrwerk von H&R, Stabis, also mehr geht eigentlich unten nicht. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir das Ganze von unten erklären. Also ich würde vorschlagen, wir gucken mal, ob wir hier einmal kurz auf die Bühne können und das euch einmal zeigen. So ähnlich habe ich das beim Arbeiten jetzt übrigens auch gebaut, dass der Kühler so zur Hälfte in der Luft hängt. Genau.
Ja, das ist halt der große vom Sechszylinder Kombi mit Klima. Der ist dann nochmal größer. Weil ich kannte das so VW Audi mäßig, da ist ja immer noch ein Unterzug so drunter, diese Frontmaske so. Und ich fand das so aber auch geil. Ja, aber wobei, das geht hier zu mit der neuen Edenhofer Carbon Front. Ist die gleiche M-Paket-Stoßstange, die ist komplett aus Kohlefaser. Und dann habe ich hier, wie original das Auto eigentlich ab Werk hat, dieses Class 2 Schwert, was du so rein und raus schieben kannst. Und dann ist das hier auch zu. Aber die originale, die Halterung von diesem Class 2 Schwert ist aus Metall und ist brutal schwer. Das kannst du mechanisch rein raus? Ja. Das heißt, kannst du losdrehen, rausziehen? Ja, und dann kannst du Downforce mit einstellen. So, und beim Edenhofer ist halt das Geile, ist das ganze Zeug aus Kohlefaser, wiegt halt entsprechend nichts. Also nur alleine das Gestänge für das Class 2 Schwert ist übel schwer. So, jetzt Bremsbelüftung. Ja, dann habe ich halt eine Leitung gelegt für den Flowmaster Kit von Bilas, dass er hier nochmal zusätzlich Luft bekommt. Direkt da rein. Musst du ja fast aufpassen, dass du Bremse nicht mit ansaugen vertauscht. Dann wird die heiße Luft auch mal oben reindrückst. Das wäre ein bisschen wild, aber ich sehe auch hier gerade, wir haben ja richtig viele schöne geschmolzene Geschichten in der Felge. Auf der Seite ist brutal, guck mal hier, was hier alles drin hängt. Siehst du das? Nö, ja, krass. Übel, ne? Ja, hast ja auch ein paar Runden gedreht, ne? Ja, guck mal hier, ist ja alles voll. Guck dir das mal an. So, genau, komm, wir wollen erstmal Auto hier erklären. Wie wir sehen, H&R-Stabi, H&R-Fahrwerk. Ist das ungefähr rennfahrwerkmäßig vergleichbar mit dem, was er im Abarth? Also das ist komplett Wettbewerbsstandard. Also das ist Endstufe, was E36 Rennfahrwerk angeht. Von uns, ja. Das heißt, so von der Technik her, alles, was geht. Komplett härteverstellbar, genau. Angepasste Federraten, dann natürlich Federwege angepasst, halt auch aufs Gewicht und auf den Einsatzzweck, was ich halt fahren will. Das heißt, ich kann auch jederzeit Rennstrecken, wenn ich es jetzt mal richtig auf die Spitze treiben will. Wobei machen wir es nicht so, wir fahren um die goldenen Ananas. Ne? Ja, klar. Aber wenn du es jetzt auf die Spitze treiben wollen würdest, könnte ich für jede Rennstrecke ein anderes Setup fahren. Das würde gehen. Was beim BMW extrem krass auffällig immer ist, ist, wie schräg dieses Federbein steht. Guck mal, wenn du hier so reinguckst, liegt das immer so. Ich habe keine Ahnung, wie der Fachbegriff dafür ist. Nachlauf ist es ja nicht. Ich habe ja oben die Sturzdomlager, die ja auch den Nachlauf, also du kannst nicht nur den Sturz einstellen, sondern auch den Nachlauf. Also du kannst einstellen, ob das Federbein, wenn du jetzt so guckst, so steht, also Abstützung, so steht oder halt den Sturz einstellen. Und du brauchst halt eine gewisse Abstützung, dass das Federbein, ich sag mal, leicht schräg nach hinten guckt, um halt auf der Bremse stark zu sein, dass die Karosse sich halt da reinstützt. Wenn das Rad hier einfedert, wie verhält sich der Sturz bei der Achse? Du meinst jetzt prozentual gesehen. Also wird der mehr beim Einfedern? Der wird, lass mich überlegen, dadurch, dass ich alles starr gelagert habe, also habe ich wenig Kinematik, aber wird auf jeden Fall mehr, klar. Aber ich habe halt die komplette Achse starr, bedeutet, ich habe gar keine Gummilager, wo die Achse in sich arbeiten kann. Also die ist sehr direkt. So, und dann habe ich halt diese Rollzentrumskorrekturlager. Das heißt, damit gleichst du ja wiederum die Höhe aus. Also das Auto hat eine gewisse Tieferlegung. Und die Querlenker würden ja normalerweise bei der Tieferlegung so stehen. Und mit diesen Rollzentrumskorrekturlagern gleichst du es aus. So, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsbegriff der letzten Monate. Was denn? Daniel! Rollzentrumskorrekturlager. Die habe ich ja von unserem Daniel vom Animal Racing. Nee, die Typen sind auch echt geil, ne? Ja, die sind mega. Die sind echt super lustig. So, erklär uns das jetzt auch einmal im Auto, was hier geändert ist. So, also im Endeffekt, also besser, genau, das hast du einmal hier in Uniball-Lager, also von dem Querlenker hinten. Der IS hat ja schon diese sportlicheren Querlenker als die normalen, also quasi die Augenenden wie vom M3. Und dadurch, dass ich halt jetzt diese Uniball-Ansteuerung habe, kann ich jetzt halt auch den Querlenkerposition halt einstellen. Also du hast hier halt eine komplette Einstellmöglichkeit. Schöner erklärt. Das heißt, darüber holst du theoretisch das Rad weiter nach vorne und nach hinten. Du kannst halt die Spur einstellen, ne, dadurch auch. Du machst die Spur auf oder zu damit. So. Und ich sag mal, diese Lager vom Daniel, ich spreche es jetzt extra nicht aus, siehst du am besten hier hinten. Die sind exzentrisch. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay, das heißt, dieses Rollzentrum-Korrekturlager sind für hinten, nicht für vorne. Genau. Erinner dich an die Stabis mit Timo. Wankzentrum und Rollzentrum. Ne? So, und jetzt musst du dir vorstellen, das Auto hat eine Tieferlegung. Also ich sag mal, der Wagen steht in Serie so, die Querlenker stehen so. Jetzt legst du den Wagen tiefer, was passiert? Die Querlenker gehen alle nach oben. So, damit du aber ein bisschen Ruhe auch und performancetechnisch das Ganze wieder schöner gestalten kannst, kannst du diese exzentrischen Uniball-Lager reinbauen.
dass du die Querlenker quasi alle wieder etwas gerader positionierst. Mhm. Das heißt, du hast eine gewisse Tiefe, aber die Querlenker stehen nicht so. Mhm. Und damit hast du halt viel mehr Einstellmöglichkeit und halt auch viel mehr Ruhe in der Achse und viel mehr Performance. Mhm. So, und du siehst halt, hier ist halt alles einstellbar. Ne? Also vom unteren Querlenker, jetzt sind wir noch dabei, weil E36 typisch, hast du ja Dämpfer und Federbein getrennt. Das werden wir jetzt auch noch umbauen. Das heißt, der obere Lenker wird jetzt auch noch Uniball einstellbar, so dass ich einen federtragenden Dämpfer fahren werde, wie die STW-Autos auch. Das heißt, der fällt weg, wo jetzt die Feder drin sitzt, und ich werde auf STW-Technik gehen, also auf federtragenden Dämpfer. Das heißt, das Federpaket sitzt dann hier. Oben wird der Dom verstärkt wegen der Abstützung, weil das ganze Gewicht dann ja quasi hier aufliegt. Und hier kommt dann auch nochmal eine einstellbare Strebe, so wie hier. So, und hier kannst du dann halt alles einstellen. Ne? Okay, das heißt, Änderung Nummer 1, diese Strebe einstellbar. Genau, untere Querlenker. Wodurch du theoretisch hinten Sturz. Den Sturz verändern ja, kannst. Genau. Ne? Hier Uniball drin. Auch. Hier auch dieses exzentrische Lager drin. Da ist auch ein exzentrisches drin? Ja. Nee, wobei, warte, lass mich mal gucken. Nein, da nicht. Hier nicht. Hier. Hier ist eins so. Drin. Vorne ist eins drin. Dann hier oben ist es drin. Und hier ist auch eins mit Uniball wieder. Genau. Von hinten sieht man das hier gut drin. Wenn du mal reinfilmst, dann sieht man da so ein paar Löcher noch. Extra leicht. Daniel auch schon verstanden. So, du hast es im Endeffekt hier drin, so, das exzentrische heißt, Lager. Das heißt, um den Leuten das nochmal zu erklären, ist theoretisch der Verschraubungspunkt hier jetzt... Weiter unten, das heißt, das Rad kommt höher. Richtig. Mhm. So, dass ich provoziere, dass der Querlenker wieder mehr gerade steht. Also du hast den hier unten drin, du hast den oben drin und du hast den natürlich hier oben im Lenker drin. Junge, das Ding hat aber auch eine Hinterachse, ne? Ja, ja. Eins, zwei, drei Lenker. Ja. So, und hier die Körbe, die kommen jetzt auch neu. Ah, und hier sieht man es auch gut, ne? Hier ist ja, auch immer wieder dieses exzentrische Lager drin, ne? Genau, also du hast an der Hinterachse hast du drei Stück. Dieser komplette Träger sitzt eigentlich viel höher, das heißt, eigentlich sitzt die ganze Achse höher. Genau. So, und diese Körbe, womit du die Spur einstellst, die kommen jetzt auch neu, weil wie du siehst, die haben Langlöcher. Mhm. Damit stellst du die Spur halt einer. Und ich sag mal, wir wollten halt dem Auto ein bisschen mehr Vorspur geben. Jetzt sind wir aktuell auf Spur 0, 0,0102 um den Dreh, weil wir sind hier am Ende angelangt. Jetzt baut der Daniel gerade so ein paar Körbe, dass ich mit dem ganzen Koffer noch weiter rauskomme, dass ich noch mehr Vorspur auf die Hinterachse geben kann. Da muss man allerdings auch aufpassen, was die Abstimmung angeht. Mhm. Du darfst halt auch nicht zu viel geben, ne? Weil ich sag mal, Spur 0 ist schon mal nicht schlecht. Da ist die Hinterachse mal relativ stabil. Aber das wird auf jeden Fall auch noch geändert. So, dann halt natürlich die komplette Achse gemacht, Diff und das Ganze, was dazu gehört. Okay, jetzt nochmal einmal, letztmalig Rollzentrumskorrektur. Ja. Heißt, dass wenn du fährst und ausfederst und einfederst, die Achse so bleibt, wie sie ist. Grob erklärt. Das machen eigentlich die starren Lager, also das Uniball. Ich habe halt keine Gummilager mehr. Mhm. Heißt also, die Achse ist starr. Das hat jetzt erstmal mit dem Rollzentrum nichts zu tun, weil diese Lager gibt es auch zentrisch. Mhm. Ich habe sie exzentrisch. Ja, ja. Das ist jetzt davon erstmal unabhängig. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und die ganzen Lager zentrisch nimmst, Uniball starr, hast du halt eine gewisse Kinematik in der Achse oder keine Kinematik mehr. Das heißt, die Achse an sich wandert nicht. Kann ich nicht das Auto sehen. Ist sehr präzise. Der wabbelt nicht, macht keine komischen Bewegungen, sehr, sehr direkt. Das Rollzentrumskorrekturlager, exzentrisch, sorgt halt wieder dafür, dass du, erinnere dich an das Stabi-Video mit Timo, Wankzentrum, Rollzentrum, du bringst das halt wieder in den Einklang. Und die Querlenker stehen trotz Tieferlegung nicht mehr so schräg nach oben, sondern du holst das ganze System wieder runter. Mhm. Mhm, verstehe. Sieht auch relativ gerade aus. Wenn man jetzt so guckt, klar, jetzt gerade ausgefedert, ne? Ja, ja. Ich meine, klar, du hast nie einen Punkt Null, also Niveau Null, weil dafür ist das Auto halt auch extrem tiefer und soll sogar noch tiefer, aber bringt extrem was. Also diese starren Lager, sag ich dir, das war am Sonntag, hast du es ja selber gemerkt, das Auto, du konntest ihn so in die Kurve schmeißen und der hat keine komischen Bewegungen gemacht. Das heißt, unterm Strich will man einfach nur erzeugen, dass das Auto, egal in welchem Einfederungs- oder Lastzustand, halt immer gleich fährt. Ja. Okay. Eine absolute Frechheit an dem Auto ist auf jeden Fall der Auspuff. Da sind wir uns einig, glaube ich, ne? Ja, allerdings, den müsst ihr mir verzeihen, das war jetzt Notlösung, weil ich habe mit wirklich viel Glück den heiligen Gral an Abgasanlagen für dieses Auto bekommen.
Und zwar ein Bekannter, dessen Opa hat bei Schnitzer gearbeitet. So, dann hat sich BMW von Schnitzer getrennt, wie alle mitgekriegt haben. Und dann rief er mich an und sagte so, ey, hör mal, mein Opa, der hat noch eine Abgasanlage von einem Original-STW-Auto. Die ist aus Inconel. Und Rochhausen hat damals die Inconel-Abgasanlagen von BMW Motorsport, Formel 1 und weiß der Kuckuck was gemacht. Allein das Material ist exorbitant teuer, wiegt ja nichts, kann extreme Temperaturen ab. Und ich habe die komplette Abgasanlage vom STW gekriegt. Die konnte ich jetzt aber für den Bilzer Berg nicht drauf machen. Auch nicht auf diesen Motor drauf machen, weil der Krümmer hat natürlich viel größere Auslässe, Einlässe, wie man es auch nimmt, also Durchmesser, dass ich das auf diesen M42 gar nicht montieren hätte können. Mit dem Rennmotor kommt die Inconel-Abgasanlage drunter. Das heißt, der Kopf ist zu klein für den... Also die Auslässe, genau. Sympathisch finde ich auf jeden Fall schon mal, dass du dir mein Exorbitant angenommen hast. Ja. Habe ich jetzt schon ein paar Mal heute gehört. Aber wir sind auch viel in Kontakt, das muss man einfach so... Ja. Und das Geile ist halt, bei der Abgasanlage, die Cuts sind hier hinten. Ah, weil Vorschrift auf vielen Rennstrecken immer noch halt, ne? Ich weiß nicht, woran es lag, da bin ich nicht so wirklich 100% in der Materie, aber ich weiß auf jeden Fall, du hast gar keine Dämpfer, also du hast wirklich den Krümmer, Fächerkrümmer, bis durch, dann hast du einen X-Pipe hier so mittig und hier sitzen die Cuts. Ja, und dann kommt so ein Endschalldämpfer und fertig. Je weiter hinten, je weniger Rückstau hast halt einfach, ne? Je weniger Druck im Krümmer. Hat welchen Vorteil? Bist du mehr in der Materie? Beim Sauger willst du eigentlich gar keinen Druck im Krümmer haben. Am liebsten sogar eher einen Unterdruck, dass du die Gase aus dem Motor noch raussaugst. Okay. So, ne, deswegen auch als Beispiel ein 4-in-1 Krümmer, dass die Takte so an den anderen dreien vorbeiziehen, dass sie die Gase rausziehen. Ja, können wir so, im Bild gleich einstellen. Deswegen hat man eigentlich so diese Version vom Krümmer. Und je weiter hinten natürlich der Cut kommt, je kälter sind die Abgase, je langsamer sind die Abgase. Das heißt, je weniger Gegendruck erzeugen. Okay. Deswegen haben ganz viele auch hier eine Rallye und so haben die hinten als Intro. Weil sie halt oft ja, da guckst laut, du dann rein und laut Rennserie vorgeschrieben sind. Ja, okay. Weil der Auspuff, der wiegt doch locker bis vorne 25 Kilo. Der ist extrem schwer. Ja, 25, 30 Kilo. Und der neue, boah, ich meine, der hat den gewogen. Ich hab's gar nicht mehr hintereinander. Auf jeden Fall, du hebst die komplette Abgasanlage wirklich so mit der linken Hand ganz locker hoch. Also alleine da sparst du schon mal extrem Gewicht auf der gesamten Länge. Ja. So, da wird natürlich TÜV'en vielleicht Problem, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie zaubern können. Was auf jeden Fall noch kommt, da ist der David gerade dran. Lightweight, der macht hier, muss man überlegen, wie er bei Insta noch heißt, der baut ja auch für dich die Carbon-Kardanwelle. Die fangen ja gerade erst an, ne? Also ja. Die sind ja noch so im Versuch und so. Die kommt hier auch drunter. Und dann fahre ich auch ohne Mittellager, das heißt, das Mittellager fliegt sogar so noch raus und dann kommt hier die Carbon-Kardanwelle drunter. Das heißt, alleine mit dem Ding und der Kardanwelle, wobei die ja nicht wirklich so schwer ist, wirst du schon Gewicht sparen. Ja, die Abgasanlage hat gelitten am Sonntag. Hast du das immer mitgekriegt? Wir sind ja durchgehend geballert. Über 6.000, 7.000 Umdrehungen die ganze Zeit gefahren. Hier andere Lager vom Getriebe? Ja, Getriebe. Und Motorlager auch anders, ne? Getriebe und Motorlager sind auch hier von Strong. Auch PU, ne? Ja, ja. Auch stark. Merkst du auch, also wenn die Kupplung nicht tritt, ist das Ding am Jaulen ohne Ende. Und auch das Differential ist ja auch komplett starr gelagert, also gar nicht PU, sondern einfach nur starr. Wenn du da irgendwie im dritten, zweiten Gang da rumrollst, dann jault das da hinten rum. Ich find's geil, wie im Rennauto. Bei dem Auto hast du auch den Vorteil, dass die Achsen generell schon mal starr an die Korsen geschraubt sind, ne? Ja. Da sind gar keine Gummilager dazwischen, ne? Komplett direkt verbunden. Ja, jetzt springen wir einmal kurz in dem Video, jetzt kriegt ihr erstmal kurz ein paar Runden Bilzer Berg, würde ich sagen. Ja. Könnt ihr mal live dabei sein. Ja, los geht's. Aufgeregt? Schon, ja. wie lange hast du den Summa an dem Auto gebaut? 8 Monate. Boah, geht ja. Aber da kannst du 3-4 Monate von abziehen wegen... Aber du bist bei euch im Sauerland schon ein bisschen rumgefahren. Ja. Also gröbste passt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Spannend. Mein erstes Mal BMW-Rennstrecke. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Nein. Ich weiß nicht. Wir sind ja nicht so die BMW-Community eigentlich. Wenn ich jetzt so nachdenke, also klar, schon mal irgendwelche neueren BMWs, aber so in Richtung E36, E46. Mach ein Schwarzhecktriebler. Lass mal den mal vorbei. Thank you.
bin ehrlich, ne? Ich bin ja auch nicht perfekt, aber ich lerne das Auto ja gerade auch. Ja, klar. Aber ich merke auf jeden Fall, Grip ist brutal, nur die Leistung. Da muss der 300 PS-Koffer rein, sonst funktioniert das nicht. Also er macht Spaß, aber... Also für mich als Beifahrer, wie das Auto einlenkt, brutal. Ja. So, gerade auch wenn Bodenwellen dazukommen und so, fährt das Ding wirklich, sodass du das Gefühl hast, du kannst locker noch... Noch schneller. Genau. Und auf der Bremse auch extrem. Bremse, ne? Ist gut, ja. Bremse extrem. Daniel, das ist auf jeden Fall Daniels Arbeit. Laguna Seca, der Typ, der hat die... Von so einem Uni-Kollegen, der hat die Bremsbalance ausrechnen lassen. Welche Belege, welche Größe... Das soll super funktionieren, schon theoretisch nachgerechnet. Ich kann dir die Balancekurve gleich zeigen. So, also Bremse wirklich, denke ich, jedes Mal, wenn du bremst, das kann unmöglich gut gehen, ne? Also das kann er richtig gut, wo er so ein bisschen Schwierigkeiten hat, wie man eben gerade auch an dem Dreher gesehen hat, wo wir echt Glück gehabt hatten, ne? Das ist, du hebst so ab und dann verliert er den Kontakt. Vorhin, wir beide haben beide schon drin Nein geschrieben, bevor es zu spät war. Wir haben es aber tatsächlich noch gerade geschafft. So geschafft, ne? Nee, da ist es auf jeden Fall so, dass er gefühlt, du musst halt ultra aufpassen, wenn er hinten so ganz bisschen leicht wird. Ne? Ja, er wird. Das Problem ist, wir haben kein Gewicht. Das Einzige, was noch schwer ist, ist die Heckklappe. Und jetzt kommen ja die Carbon-Teile, dann wird er noch leichter. Ja. Das heißt, das weiß ich, Hinterachse muss definitiv tiefer, noch tiefer als jetzt. Das ist halt so wie die STW-Autos, deswegen standen die Koffer ja auch so. Ah, das heißt, mit tiefer meinst du das Auto hinten? Über die Radlass, klar, der wird jetzt auf der Hinterachse zu hoch sein, dass sobald ein Hebel kommt, er sich aushebelt und fliegen geht, verliert den Kontakt. Heißt also, die Hinterachse muss definitiv runter und vielleicht ein Tucken mehr Ausfederweg, dass die Räder auf dem Boden bleiben. Heißt, hinten tiefer, vorne wahrscheinlich sogar fast sogar höher. So vorne ungefähr. Vielleicht sogar so lassen, aber ich werde die Radläufe hinten höher ansetzen, dass das Rad hinten nicht einen halben Meter verschwindet. Aber mehr Ausfederweg, weil das merkst du, er kommt in den Hubbel, das Rad verliert kurz den Kontakt und dann fangen wir an zu tänzeln. Aber was sagst du sonst? Von der ganzen Achse und vom Fahrwerk an sich? Es fehlt halt brutal Leistung. Man hat es daran gesehen, selbst Autos ohne Semis, ohne alles, die auf der Bremse in der Kurve welten langsamer sind, aber wenn es ein bisschen zum Gas geben gibt, fahren die wieder 50 Meter weg halt. Ne? Genau. Das darf halt definitiv nicht sein. Ne? Ja. Wie gesagt, das ist heute Kennenlernen. Ja. Kennenlernen, erste Fahrt. Wie gesagt, niemand ist perfekt. Wir fahren um die goldene Ananas. Wir sind keine Rennfahrer, aber es soll ja Spaß machen. Aber wird schon. Wird schon. Also, ich hoffe. Jetzt haben wir 100 PS drauf und dann geht's. Ja, wir sind sogar 120 PS drauf. Ja, ja. 120 PS drauf, knapp 1300 Drehzahl mehr, Umdrehung. Und eine Klimaanlage rein. Nee, auf keinen Fall. Ja, danke für die Fahrt. Und jetzt geht's wieder zurück in die Werkstatt. Ja, das war der Bilzer Berg. Eine Sache habe ich ja in der Vergangenheit gelernt. War auch gut so. Ich habe gesagt, Selim, wenn wir losfahren, müssen wir direkt Kameras reinmachen. Weil es ist bei solchen Sachen leider immer so, A, kriegt man so diesen ersten Eindruck und die Emotionen, kriegt man einfach kein zweites oder drittes Mal eingefangen. Ne? Und auf der Rennstrecke, deswegen lachen mich auch viele schon wieder aus, dass ich bei dem Abarth alles so vernünftig baue, kann halt jede Runde leider die letzte sein. Ne? Also entweder fährst du halt einfach langsam oder frisches Auto, frische Strecke, braucht man sich nichts vormachen, kann halt immer irgendwas passieren. Ne? Ja, der Dreher war ganz klar zu erklären. Ich habe ja von vornherein gesagt, ich muss das Auto erstmal kennenlernen. Und da war erst die ersten 10, 15 Runden habe ich wirklich vergebens versucht zu erfahren, was das Auto macht und oder wie ich es besser mache. Ja. Und nach diesen 15 Runden war ja wirklich so, ich bin ja teilweise eine Stunde am Stück auf der Strecke gewesen und wollte ja gar nicht mehr runter. Aber den letzten Turn ist er 90 Minuten am Stück gefahren, sodass ich gar nicht mehr fahren konnte. Da habe ich echt die Zeit vergessen. So 16:30 Selim genommen, ey, willst du mal Runde fahren? So, ja klar, machen wir. 90 Minuten später ist Selim drehte immer noch so lange, bis rote Flagge kam und alle runter mussten. Aber der hat es echt gemacht. Ich habe echt gedacht, der Koffer fällt auseinander, aber gar nichts. Nee, so, Dreher? Ja, genau, Dreher. Ganz klar, Reifentemperatur. Erstmal geguckt, wie kommt der klar, in welchem Gang, in welche Kurve, wie bremsen, wo kann ich bremsen. Bis ich das raus hatte, waren so 10, 15 Runden und dann ging das aber auch wirklich gut. Da habe ich auch angefangen, so ein paar zu ärgern. Also was extrem war, wie lange du noch probiert hast, das Auto so zu fangen. Ja. So, es war ja erst Drift Nummer 1, dann war er eigentlich schon wieder eingefangen. Ja. Dann kam auf einmal nochmal ein Gegenpendler. Genau, da auch eigentlich gefangen. Dann hat er aber auf einmal Grip gekriegt und dann kam richtig mit Schwung und dann war er vorbei. Also dann witzig ist, wie wir uns beide gleichzeitig wirklich so schon die Leitplanke gesehen haben. So. Ich hab fest damit gerechnet, dass der Wagen weg ist. So, und dann war, wir haben es, als wir dann vorbeigeschlittert sind, war...
Boah, also da war, ja. Da also der eine oder andere wird jetzt bestimmt vom Videomaterial her denken, es war gefährlich. Gefährlich muss man immer dazu sagen, ist das in solchen Momenten definitiv nicht. Nee. So, ne? Mit dem Käfigbügel, Gurten, den Sitzen und so weiter. Selbst wenn man da einschlägt, ist zwar viel Material kaputt. Aber uns geht's gut. Aber wir reden da wahrscheinlich von 80 km/h oder so. Ja, ne? Genau. Und die Leitplanken sind ja auch extra genau dafür gemacht. Und wir hätten die auch mehr oder weniger so zwar angetitscht, aber dann halt auf der Länge. Also ja. Wir wären mit der Ecke rein und hätten den auf der Länge genommen. So, ich muss sonst sagen, vom Fahrverhalten als Beifahrer, ich war auf jeden Fall erstmal schon mal begeistert, Bremse. Ja, also da hat man definitiv das auch das Gewicht so gemerkt, ne? Wie gefühlt spät als Beifahrer du wirklich immer gebremst hast. Und extrem gut war auch das Einlenken. Ja, das hat er echt gut gemacht. So, gerade so die erste Kurve vor der Mausefalle, wo auch dieser erste Drift immer kam, ja. Ne? Da dachte ich immer so, Alter, will er nicht mal bremsen so ungefähr, ne? Das war schon... Ich hatte so ein paar Bremspunkte und ich habe es einfach am Ende irgendwann immer mich so rangetastet. Und die meisten aufgrund des deutlich mehr Gewichts haben schon deutlich früher angefangen. Da stand ich noch 15 Meter voll auf dem Gas und habe einmal richtig rein in die Kurve und dann Vollgas durch. Empfindlich war das Auto, was halt Hügel anging, ne? Ja. Wenn die Hinterachse mal ein bisschen leicht wurde, dann war es selbst mit der Leistung schon... Genau. Schon immer sportlich, ne? Ja, und auch da am Ende diese Kuppe vor der Mausefalle, da wusste ich dann genau, wie ich die anfahren muss, dass ich mal kurz einbremse und so, dann funktionierte das richtig gut. Was ich aber tatsächlich gelernt habe, was auch der Sinn und Zweck von diesem Sonntag war, die Schwachstellen vom Auto. Und das war ganz klar die Übersetzung. Der Wagen ist viel zu lange übersetzt. Es ist zwar jetzt eine Sperre drin, 25%, aber mit einer viel zu langen Übersetzung. Mhm. Und ich bin gefühlt die gesamte Strecke im dritten Gang gefahren. Hin und wieder mal runter in den zweiten, aber direkt wieder in den dritten. Und der dritte Gang, der drehte und drehte und drehte. Das ging mir total auf den Keks. Also alleine Start-Ziel. Ne, die letzte Linkskurve, da habe ich ja einen zweiten runter, bin leicht über den Curb in dritten geschaltet und bin ja bis zum Ende im dritten Gang gefahren. Was ich halt auf der Rennstrecke immer krass finde, ist, wenn du jetzt das Auto hier so auf der Straße fahren würdest, würdest du dich jetzt ja nicht reinsetzen und sagen, boah, das Ding geht ja so gar nicht. Nee. So, ne, denkt man ja schon so, dass das ein Auto ist, was halt schon beschleunigt und so weiter. Ja. Ne, aber da ist es halt wirklich dann so... Ne, jetzt haben wir auch da die Lösung. Also ich habe jetzt Kegel und Tellerrad von Toni bekommen. Danke auch nochmal. Und das wird dann eine 4,44 Übersetzung, also sehr kurz. Mhm. Jetzt ist eine 3,45 drin, glaube ich. Ne? Genau, viel zu lang, hast du ja gemerkt. Weil der Witz war ja, Phil sitzt neben mir, wir fahren die Mausefalle hoch und die Drehzahl hat sich nicht bewegt. Also ich war im dritten Gang voll drauf und die Drehzahl stand bei 6,5 und die ging gar nicht nach oben. Also der Wagen beschleunigte einfach nicht. Ja. Und dann hatten wir uns jetzt mit ein paar unterhalten und die sagten, mit dem 4,4 wird zwar sehr kurz, aber das wird ein ganz anderes Auto. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt, das wird ungefähr 25% kürzer. In etwa 26 oder so haben wir ausgerechnet. Wenn wir uns jetzt überlegen, da die Leistung erstmal gleich bleibt, du hast es ja auf der Strecke gerade mal geschafft, den vierten Gang so noch nicht mal auszudrehen, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, war für die Strecke auf jeden Fall erstmal zu lang. Ne? Viel zu lang. Also ich glaube, mit der 4,4er werden wir deutlich mehr Spaß haben. Willst du auf den Semis bleiben oder auch mal den Schritt in Richtung Slicks gehen? Bilsterberg, wenn wir da fahren, würde ich auf Slicks fahren. Auf der Nordschleife halt Semis. Wegen Nordschleife muss man Semis drauf machen, auch wegen Straßenzulassung. Ja, wenn du die Touri-Fahrten fährst, musst du ein straßenzugelassenes Auto haben. Das schaffe ich so aktuell. Mhm. Wie es halt mit Rennmotoren so später aussieht, muss ich halt gucken und planen, ob es irgendwie funktioniert. Aber Bilsterberg würde ich auch mal mit Slicks fahren. Ja. Wobei ich halt sage, der Semi hat fantastisch gut funktioniert. Ja, stimmt. Okay, also halten wir fest, hat zumindest alles super funktioniert. Ja. Wir haben unendlich viel Spaß gehabt. Ja. Kann man sich immer gar nicht vorstellen, wenn man mit einer witzigen Truppe auf dem Mitterberg ist, ist halt wirklich, vor allem auch wie schnell diese Zeit immer rumgeht. Ne? Ja. Cool, wir waren um 9 Uhr da und zack war es 18 Uhr. Ne? Das war wie Urlaub. Also ich kann es echt nur jedem empfehlen. Wir haben uns so, also jeder hat einen stressigen Alltag. Wir haben da so abgeschaltet, wir haben den ganzen Tag nur Quatsch erzählt und gelacht und Spaß gehabt und gefahren. Das hat einen richtig geerdet. Also ich war am Montag so entspannt, das gibt's gar nicht. Kannst kaum erwarten, dass wir wieder auf die Strecke kommen. Also Carbonteile, Übersetzung kürzer. Ja, Motor. Später, also jetzt natürlich nicht bis zum nächsten Mal fahren. Nein, das nicht. Also bis zum nächsten Mal fahren habe ich das Diff fertig. Noch so zwei Kleinigkeiten und halt das ganze Carbonzeug dran. Was für eine Sperre soll das dir fragen? 45% Drechsler. Ah, soll auch ein Drechsler rein? Ja. Da sind wir übrigens demnächst mal wieder. Ja. Kann ich eigentlich gleich mitnehmen. Ja. Ne, kommt 45% Drechsler, weil das habe ich gemerkt, nach Start, Ziel, rechts die Kurve.
Da hat er immer ein bisschen Schluff bekommen. So, jetzt hat er aber auch wenig Leistung. Er hat das Ding richtig angefangen zu ruckeln. Also zweiter Gang und der ging einfach nicht nach vorne. Das muss auf jeden Fall angepasst werden. Also ich sag, mit dem Diff wird das ganz anderes Auto, ne? Komplett, ja. Yes, okay. War auch mein erstes Mal Rennstrecke BMW fahren. Echt? Hm? Ja, gut, nächstes Mal fährst du dann auch. Mitfahren sogar noch. Ja, aber ich sage ja immer wieder, ich bin kein Heckantriebfahrer. Also. Ah, doch, da gewöhnst du dich schnell an. Ja, das Problem ist, kann. Ja. Guck mal, ich bin all die Jahre immer V6, Golf, was weiß ich, gefahren. Immer Front. Das geht schnell. Ja, glaube ich auch. Einzige, wovor du halt immer Angst haben musst, ist bei dem Auto, wenn er mit dem Heck kommt, ja, dann musst du sein. Vorher schon lenken, ja. Am besten. Ja. Weil wenn du eine Sekunde zu lange überlegst, ist er weg. Weil. Es ist ja immer eine Sache, als Beispiel, du fährst um eine langgezogene Kurve schnell, ja. Egal wie schnell du bist, und da merkst du dann ja wirklich, wie das Heck so eher langsam kommt. Ja. So, bei dem Auto war es ja aber wirklich so, bei diesen ganzen Wellen, dass es ja wirklich an Stellen teilweise war, wenn du nicht gesehen hast, da eine Welle ist, hättest du da niemals in dem Moment mit gerechnet. Ne? Ja. So, also da musst du schon ein bisschen Strecke lesen. Ja, zum Beispiel bei dem Dreier bei uns war es ja so, wir sind ja wirklich die Linkskurve und dann kam er, gefangen, ja. Da hast du ja noch, wir haben uns eigentlich gefreut, genau, und dann zack, kam er wieder und dann direkt wieder. Weil zwischen der Kurve und der Mausefalle aber nochmal eine Welle ist. Genau, und so. Da hat sie ihn ausgehebelt. So, ne? Und das geht dann. Aber das war auch ein Fahrfehler. Ganz klar, ich bin einfach zu schnell über die Kuppe. Ja. Und dann habe ich ja sogar noch alleine einmal in der Mausefalle mich ja sogar noch einmal gedreht, weil ich Idiot einfach in der Kuppe geschaltet habe, gehe von der Kupplung, zack, und dann hat sie ihn auch umgeschmissen. Ja, aber das erfährst du halt, wir sind halt keine Profis. Ja, hat trotzdem mega Spaß gemacht. Alles cool, alles geil. Vielen Dank an Bilzer Berg nochmal. Und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.